Hallo zusammen und willkommen zurück im Tech Lab. Ich bin der Alex und im heutigen Tech Check schaue ich mir kein Smartphone und kein Tablet an, doch was dann? Das Lumia 1520 ist das erste sogenannte Windows 8 Phablet vom Smartphone-Hersteller Nokia. Dabei setzen sie auf bewährtes Lumia-Design, das heißt matt-gelb, matt-weiß oder auch matt-schwarze Polycarbonathülle, gefräst aus einem Block, um somit zuverlässig vor Schmutz und Fingerabdrücken zu schützen und das Ganze noch umrundet von 3 Hard- und 3 Soft-Buttons. Display und Gehäuse wirken dadurch wie aus einem Guss, bringen aber stattliche 209 Gramm auf die Waage. Das Gehäuse misst zwar stolze 16 x 8,5 cm, aber aufgrund seiner Schlankheit passt es in wirklich jede tiefe Hosentasche. Steckt euch aber ein Glas Nutella links und eine Bar Schokolade rechts rein, dann wird es natürlich eng. Das Multitouch-Display des Lumia 1520 ist 6 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, also Full HD. Das entspricht einer Pixeldichte von 370 Pixeln pro Zoll. Das Display erlaubt dabei einen Betrachtungswinkel von allen nur erdenklichen Ecken und Kanten. Die Farben leuchten so kräftig wie bei sonst keinem anderen Lumia-Phone und das Schwarz ist so knackig wie bei hochwertigen OLED-Displays und bieten der Konkurrenz kräftig die Stirn. Und selbst bei grellem Sonnenlicht ist das Display ohne Probleme ablesbar. Direkt aus der Packung gibt es neben Kaminpapier, Netzteil, Micro-USB-Kabel und Headset einen 32 GB kleinen internen Speicher, der nach allen Abzügen von Betriebssystem und Co. gerade mal bei 24 GB landet. Aber zum Glück kann man per Micro-SD-Karte auf bis zu 64 GB nachrüsten. Unter der Haube steckt der gleiche kräftige 2,2 GHz Quad-Core Snapdragon 800 Prozessor, den man bereits aus den großen Smartphones der Android-Kollegen kennt. Wie man es von Windows Phone gewohnt ist, läuft das System absolut flott und alle wichtigen Apps werden innerhalb von wenigen Augenblicken geladen. Videos schauen, Spiele spielen, Musik hören, wird alles vom Prozessor kurz und klein gerechnet. Ohnehin wird es im Windows Store wohl auf absehbare Zeit keine App geben, die die Technik des Lumia 1520 voll ausreizen könnte. Aber das kommt der Akkulaufzeit auch zugute. Denn selbst bei intensiven Tech-Lab-Schauen hält der Akku einen ganzen Tag. Und wofür lohnt sich so ein Riesendisplay noch so? Naja, zumindest nicht für eine praktische Einhandbedienung, aber für multimediale Aspekte, wie zum Beispiel Thema Kamera. Diese setzt zwar auch auf die bewährte Zeiss PureView-Technologie wie beim Lumia 1020, dafür aber mit nur 20 Megapixeln und einem 1,5 Zoll großen Bildsensor. Schön dabei ist, dass die Linse nun deutlich ebener im Gehäuse sitzt als im 41 Megapixel-Kollegen Lumia 1020. Schade ist, dass der hochwertige Xenon-Blitz durch 2 einfache LED-Videoleuchten ersetzt wurde. Mit der Kamera-App lassen sich auf dem großen Display alle manuellen Parameter einstellen, die sich ein anspruchsvoller Fotograf nur vorstellen mag. Jedoch wirklich nur im Fotomodus. Beim Videos drehen müsst ihr euch auf die Automatiken der App verlassen. Bildstabilisator und Zweifach-Zoom funktionieren aber in beiden Modi zuverlässig und wirken sich nur minimal auf die Bildqualität aus. Der Videoton ist für eure Ohren übrigens ein wahrer Genuss. Auf dem Display sehen die Fotos fantastisch aus. Auf dem Rechner zeigen sich jedoch blasse Farben und deutliche digitale Nachschärfung. Probleme gibt es auch bei seitlich einfallendem Licht auf die Linse und bei schummerigen Lichtverhältnissen. Trotzdem, effektiv liegt die Qualität immer noch deutlich über der der Konkurrenz. Meckern auf hohem Niveau eben. Dafür sind aber RAW-Aufnahmen möglich, die bei der Nachbearbeitung euch noch den größtmöglichen Spielraum bieten. Und auch die hauseigenen Office-Anwendungen profitieren von dem großen Display. Texte schreiben in Word wird tatsächlich angenehmer und könnte man jetzt noch im Querformat arbeiten und eine Bluetooth-Taste koppeln, dann ginge das Ganze viel einfacher über den Tisch im wahrsten Sinne des Wortes. Geht nun leider nicht. Was sollte man noch wissen? Mit dem Handy gibt es ein kostenloses, weltweit offline funktionierendes Kartenmaterial, aktuelle WLAN- und Bluetooth-Standards und die Möglichkeit, seinen Akku kabellos aufzuladen. Ebenso mit dabei sind noch NFC, LTE und ein Nano-SIM-Kartenschacht. Endlich! Übrigens, wer genau hinhört, wird bei der Sprachqualität merken, dass es etwas leise und dumpf klingt. Aber im Alltag fällt das wirklich nicht ins Gewicht. Ja, kommen wir zu einem Fazit! Für Gaming- und Fotoenthusiasten mit großen Händen ist das Lumia 1520 ein solider, ausdauernder und schicker Begleiter. Für Social Media und WhatsApp sucht dies sind hingegen kleinere Alternativen empfehlenswert. Zwar ist das Lumia 1520 nicht der perfekte Mix aus Tablet und Smartphone geworden, trotzdem ist es das derzeit beste Windows-Phone-Handy auf dem Markt. Das war der Tech-Check zum Lumia 1520 und wenn euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann lasst einen Daumen da. 2 weitere Videos findet ihr hier unten. Hier könnt ihr abonnieren und die Links für eure Social-Media-Teil-Beitragsfunktionen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Natürlich auch den Link dann zum Handy. Und übrigens, dieses Video hier, diese Endcard, wird mit dem Lumia 1520 auch gefilmt. Das heißt, ihr könnt euch selbst jetzt einen Eindruck machen von der Qualität, vom Sound und so weiter und so fort. Und ich geht's was essen. Tschüss!